Herzlich willkommen, Leute, zur neuen Folge hier von mir, Andi, für Herz und Hirn Productions. Ich stehe in meiner kleinen, aber feinen Küche, wie ich finde. Um was geht es? Der Sommer ist fast vorbei. Schade, ich weiß, ja, jeder von euch hätte gerne noch ein paar mehr Sonnenstunden gehabt. Aber lasst uns doch einfach das Sommerfeeling zurück in unseren Kühlschrank bzw. Tiefkühlfach holen. Wie das? Ich habe heute vor, mit euch einfach Eis zu machen, ja. Eis ohne Eismaschine geht auch ganz einfach. Was brauchen wir dafür? Hauptarbeitsmittel hierfür ein Pürierstab oder, wenn ihr natürlich zu Hause habt, einen Mixer, das geht auch. Der Mixer sollte aber relativ scharfe Blades, also Klingen unten haben, ja, sonst leidet einfach der Motor drunter bzw. die Klingen gehen kaputt. Ne? Der Pürierstab hier hat eine gute Leistung, damit kann ich auch tiefgefrorene Sachen klein machen. Also wie gesagt, Pürierstab. So, dann brauchen wir einfach eine handelsübliche Zitrone. Wir brauchen frische Minze, falls ihr das als Geschmacksnote in eurem Eis haben wollt, ne, ganz klar. Ich gebe Milch dazu nachher, ne, also wenn ich die Früchte klein gemacht habe, kommt die Milch später dazu. Ihr könnt wahlweise auch Sahne nehmen, wer es ein bisschen runder und deftiger haben will. Ne, ansonsten könnt ihr auch Joghurt mit reinmachen, dann habt ihr nachher einen Frozen Joghurt, ist auch eine leckere Variante. Ne. Als weiteres Geschmacksaroma hier in meinem Eis zu finden, dann nachher die Bonbon-Vanille, ne, also ganz normale Vanille, außer Vanilleschot, die kratzfrisch schmeckt eigentlich immer am besten. Ja, und wahlweise etwas Zucker, ne, ja, zum Nachsüßen. Wer es nicht möchte, Himbeeren haben ja eigentlich von Hause aus schon eine gute Süße. Der muss keinen Zucker dazugeben oder ihr könnt natürlich auch mit Honig arbeiten. Ja, letztendlich brauchen wir dann natürlich noch, wie bei mir, also ich arbeite wie gesagt mit tiefgefrorenen Früchten. So, da haben wir sie auch. Handelsübliche Himbeeren, ne, kostet ungefähr 4-5 Euro so eine Tüte. Ja. Ja, alles klar. Da ich hier nicht viel Platz habe, ja, werden wir jetzt zusammen rüber ins Wohnzimmer gehen. Da habe ich einfach eine bessere Arbeitsfläche. So, jetzt sind wir auch hier im Wohnzimmer angekommen. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte das Ganze mit euch hier machen. In der Küche ist es einfach zu klein. Da haben wir alle in dem kleinen Raum gar keinen Platz mehr. Okay, dann legen wir mal los. Ja, jetzt kommen wir auch zur eigentlichen Arbeit. Und zwar müssen wir erstmal unsere Teilschritte vorbereiten. Das heißt, Zitrone raspeln, Minze abpflücken und wir müssen unsere Vanilleschote entkernen bzw. auskratzen. Okay, dann beginnen wir doch einfach mal jetzt mit der Zitrone. Ja, wie raspel ich einfach eine Zitrone? Ganz einfach. Ihr nehmt euch die Zitrone, nehmt euch dann eine entsprechende Raspel. Ja, ganz easy hier, kennt ihr, Kuhglockenformat. Ich nehme hier die feinste Seite, ordentlich drauf hingestellt. Ein bisschen von der Seite abreiben, ne? Also während ich reibe, kann ich natürlich nicht sprechen, weil es uns etwas laut wird. So. Ups, da geht alles daneben. Und wirklich nur die äußerste Kante der Zitrone abreiben. Ja, ihr seht es ja wirklich, also Schale meine ich. Je nachdem, wie zitronig ihr es haben wollt, also für meine Verhältnisse reicht mir das schon. Ne? Ihr könnt natürlich auch viel, viel mehr nehmen. Ne? Das ist gar kein Problem. Da müsst ihr nachher einfach schauen, wie euch das schmeckt. Zwei, drei Mal müsst ihr die ganze Sache natürlich ausprobieren. Also von der Menge reicht mir das völlig. So, mal kurz den Platz sauber gemacht. So, jetzt haben wir unsere Zitrone geraspelt und jetzt kommen wir zu unserer Minze. Ja, damit die ganze Sache einfach schmeckt, ne, ich zupfe mir jetzt hier die Minze direkt ab von dem ganzen Sachverhalt. Ne. Je nachdem, wie minzig ihr es haben wollt, zupft ihr euch entsprechend einfach die Blätter ab nachher. Ne. Wir brauchen die nicht schneiden oder nicht stößeln, ja, weil wir arbeiten ja nachher mit dem Pürierstab und da brauchen wir die ganze Sache gar nicht so. Ich habe mir natürlich hier schon ein paar abgemacht, damit die ganze Sache nicht so dauert. So, zack. Ja, und es riecht auch wahnsinnig nach Kaugummi. Also mich erinnert dieser Geruch einfach immer mega an Kaugummi hier. Also Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt unserer kleinen Vorbereitung. Und zwar, wir müssen die Vanilleschote auskratzen. Ja, und Zitronenabrieb haben wir. Wir haben die Minze. Und jetzt kommen wir noch zu unserer Vanilleschote, die werden wir erstmal eben befreien. So, unsere schöne Vanilleschote riecht auch wieder lecker nach Vanille, wenn man den Finger dran reibt und dran riecht. Wahnsinnig gut. Jetzt müssen wir versuchen, die Vanilleschote aufzuschneiden.
So, ich nehme immer den Rücken des Messers, ja, also wenn ihr solche Geschichten macht. Na, jetzt nehmen wir uns hier die Schote und wir müssen ganz genau diesen ganzen Sachverhalt einfach rausschieben. So. Macht das ein bisschen gewissenhaft, damit ihr auch wirklich alles rauskriegt aus der ganzen Schote. Ja, und ihr kennt ja auch typisch Vanille, ne? In diesen, ja, im Eis oder in verschiedensten anderen Sachen hat man immer diese schwarzen Punkte drin. Und wenn das Ganze ein bisschen hochwertiger ist, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es hier diese Vanille ist, ne? Ihr seht doch, da kommt doch ein bisschen mehr raus, wenn man die Ecken auch mitnimmt. So, da haben wir unsere Vanille dann auch abgerieben. Ja, die Vanille werde ich jetzt einfach mit ein bisschen Zucker vermischen, ne? Und mit ein bisschen Zitronenabrieb. Und dann werde ich das Ganze nachher mit den Früchten zusammen in ein Behältnis geben. Ich nehme mir dafür einfach einen tiefen Topf. Jo, das ist unsere Vanille. So, unsere Vorbereitungen sind fertig und jetzt kommen wir zu unseren Himbeeren und zum Zusammenfügen aller Zutaten. So, wir nehmen unseren Topf. So, die Himbeerbänder. So, ihr könnt von mir aus auch alle oder nur ein paar nehmen. Im Sommer Tipp von mir, gleich gefrorene Früchte nehmen, könnt ihr das Eis danach gleich frisch essen natürlich. Ne? So, die Himbeeren sind drin. Jetzt kommt noch unser Zitronenabrieb und unsere Vanille mit rein. Noch ein paar Minzblätter extra. So, und jetzt pürieren wir das Ganze auch schon mit unserem Pürierstab. So, ihr seht schon, es wird deutlich, ja, man sieht nichts. Es wird deutlich breiiger. Ja, ihr seht schon, wie schön cremig das wird. Das ist nur die Frucht alleine, ja. Wenn man jetzt noch Sahne oder so ähnliches dran hat, ne, dann wird das natürlich alles noch ein bisschen cremiger. Muss jeder machen, wie er möchte. Ne. Ich lasse die Sahne bloß weg, damit es hier nicht ewig viele Kalorien gibt. So, das ist das Endergebnis. Ne? Wir haben hier eine schöne fruchtige Creme jetzt quasi. Ja. Ihr könnt jetzt nach Belieben noch natürlich noch Milch, Sahne, wie gesagt, oder ähnliche Sachen zugeben. Ich gebe hier gar nichts zu, ja, damit ich einfach die Konsistenz jetzt einfach mal so lasse. Ja, letztens habe ich den noch mit Joghurt gemacht, aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. Hm. Ja, super lecker. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. So, wie gesagt, ja, unsere Konsistenz haben wir. Ja, ich habe auch wirklich eine feste Konsistenz. Ja, also es fällt hier erst wirklich spät vom Löffel runter. So, dann können wir das Ganze auch schon anrichten. Man kann es machen, wie man möchte. Ich gebe euch noch einen Tipp, ja, wenn ihr euch das Ganze einfrieren wollt, nicht alles per komplette Masse einfrieren, ne, sondern wirklich immer portionsweise, weil ihr habt nachher das Problem, wenn ihr das komplett in Masse einfriert, habt ihr einfach bloß einen hartgefrorenen Klumpen und müsst immer entsprechend, wenn ihr mal Lust auf euer Eis bekommt, erst entsprechend vorher rausnehmen, halbe Stunde, Stunde auftauen lassen, das nervt mega. Ne? Also immer kleine Portionen, wie jetzt zum Beispiel. So, dann lasst es euch mal schmecken, bitteschön. So, das ist ja... Jo,
Okay, Leute, ihr habt jetzt gesehen, wie man Eis quasi ohne Eismaschine macht. Ja, mich freut's, dass ihr dabei geblieben seid. Ja, ihr könnt das natürlich in alle Enden variieren. Ne? Das ist jetzt keine strikte Anleitung hier gewesen. Es ist einfach mal wirklich mega laienhaft, ja, grundmäßig, wie man sich zu Hause selber Eis herstellen kann. Ihr könnt das mit allen möglichen Sachen variieren. Ne? Wenn ihr zu Hause doch auch tätig geworden seid, schickt mir doch bitte einfach mal im Kommentar noch, ja, vielleicht Rezeptvorschläge oder ähnliche Sachen. Ich lasse mich gerne immer auf neue Wege führen. Okay, Leute, mich hat's gefreut. Ne, ich werde jetzt mein Eis genießen und ja, ich hoffe, dass der nächste Sommer auch wieder so schön wird wie dieser Sommer und dann können wir natürlich so viel Eis essen, wie wir wollen. Ich wünsche euch alles Gute, Leute. Ciao.